Solange sie essen, liegen die Handys neben den Tellern. Doch dann, nach dem letzten Bissen, greifen sie zu, checken Mails, lesen Nachrichten und hören die Mailbox ab. Sie, die immer online sind und nie da. Nach dem Essen endet das Gespräch. Dabei ist das Restaurant der Ort, der heilige Ort für Gespräche, der Ort, Beziehungen zu knüpfen und zu festigen, der Ort der Klärung. Alles hat seine Zeit, sagte Kohelet vor 2300 Jahren. Damals meinte der alttestamentliche Weise eher das Ernten und Feiern. Heute würde er das Handy meinen. Auch das hat seine Zeit, immer und überall erreichbar zu sein. Das ist heute normal. Normal ist auch unsere Neugierde auf das, was in der Welt geschieht und Freunde so machen. Doch wenn wir zusammensitzen, wenn wir reden sollten, wer da das Handy auspackt, der unterbricht das Gespräch und signalisiert, ihr hier seid nicht so wichtig wie die dort. Ja, es gibt die Leute, die rund um die Uhr wichtig sind. Manager, Firmenbosse oder Ärzte. Aber wir anderen, wir haben unsere Zeit und wir sollten sie uns nehmen. Deshalb plädiere ich für handyfreie Restaurants. Nicht, dass man sie am Eingang abgeben müsste, aber im Restaurant gilt Handys aus, wie im Kino, in der Schule oder bei Konferenzen. Denn das Gespräch beim Essen ist mir heilig. Handys aus im Restaurant und liebe Restaurantbesitzer, diesen kleinen Aufkleber gibt es schon.